denke, du bist der echte Hund mit, die haben da mein Zeug bewacht. Hoi, Katrin, servus. Hoi, servus, sorry. Hoi, sorry. Sorry. Pius. Ja, genau. Christian. Willkommen, Graps. Ja. Freue mich, da zu sein. Super. Klappt es doch noch. Willkommen, super, ja. Das ganze Jahr gewartet. Jetzt ja. Hallo, ja. Hallo, ja. Ich freue mich. Ja. Du. Ich freue mich. 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 Ich machen, ne? Okay. Wenn der Weibel dann nachher parat ist, ja. Das ist vielleicht einfacher als du, ne? Jetzt, ja. Von jetzt an könnt ihr bestimmen. Hier haben wir so ein schönes, saftiges Grün. Ja. Das ist wunderschön, ja. Gell? Es hat Luft. Es hat Luft, ja. Es wird so ein bisschen geschüttelt. Da oben durch, aber es ist natürlich bequem. Praktisch, ja. Von der Geografie her, hier haben wir Kreuzberge. Ja. Hohe Kasten. Können Sie vom Berg steigen. Hinten dran ist Stockenburg. Ja. Ja. Unser Hausberg, der Margot Kopf. Ja. Wenn wir uns kehren, sehen wir in der Sonne Fürstentum Liechtenstein. Ja. Und hier draussen haben wir heute noch eine Springkonkurrenz. Ja. Seitdem, ja. Was heisst also wir nennen uns 15, jetzt. Nein, wir sind 12'000 Grad. 12'000 Grad. Schauen wir, dass wir vielleicht die Berge im Hintergrund haben. Ne? Das ist ein bisschen im Grünen. Ne? Die Dirigentin hat es besonders gefreut, dass wir ein Lied singen können, das zur Erbschaftssteuer passt.
Ich hoffe zwar, dass Grossvaters Uhr nicht davon betroffen ist, aber wir singen jetzt das Lied gleich. Meines Großvaters Uhr hängt da draußen im Flur und macht tick, ticke, tack, ticke, tick. Sie geht zwar mit der Zeit, doch sie nimmt sich viel Zeit für ihr tick, ticke, tack, ticke, tick. Ja, mein Großvater war schon ein Mann mit viel Humor und die Uhr, die er mir einst geschenkt, die macht, denn manchmal bleibt sie stehen, obwohl sie gar nicht steht, sondern hängt. Doch manchmal in der Nacht bin ich plötzlich aufgewacht durch das Tick, Ticke, Tack, Ticke, Tick. Wenn es quietscht, wenn es kracht, glaub ich, Großvater lacht bei dem Tick, Ticke, Tack, Ticke, Tick. Denn der Alte, er war ja schon immer sonderbar, darum kommt er mir oft in den Sinn. Bei dem da drinnen in der Uhr steckt vielleicht noch mein Großvater drin. Doch die Zeit macht nicht halt und auch ich werde alt bei dem Tick, Ticke, Tack, Ticke, Tick. Und als Großvater dann halt ich meine Enkel an. Hör das Tick, Ticke, Ticke, Tack, Ticke, Ticke, Tick. Komm ich dann im Himmel an, nimmt mich Petrus bei der Hand, schaue ich ein letztes Mal noch zurück. Und mit hängt immer noch an der Wand Großvaters Uhr und macht tick, danke, tick, und macht tick. Ticke, tack, tack, tick. Sehr geehrter Herr Bundesrat, werter Johann Schneider-Ammann, geschätzter Herr Regierungsrat Willy Haag, geschätzter Herr Nationalrat Walter Müller, werte Kantonsratskolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Justiz. Es freut mich, sehr geehrte Gäste, dass ich euch heute hier im Schöfli recht herzlich willkommen heiße. Und es ist eine besondere Ehre, dass der Herr Bundesrat uns in meiner Heimatgemeinde in Grabs besucht. Es ist nicht selbstverständlich, dass das gelungen ist im Präsidialjahr, aber ich möchte dir, Hannes, recht herzlich Dankeschön sagen. Ich weiss, wie eng es dein Programm ist, aber dass das gelungen ist, das ist eine grosse Wertschätzung an uns und Kanton St. Gallen her, aber auch unsere Region. Mit einem riesigen Applaus heißen wir dich recht herzlich willkommen. Sie spüren es, am Anfang haben wir es ein bisschen musikalisch einleiten können. Es soll am Schluss so wieder so sein, wie am Schluss nachher auch da mit dem Bierfassanstich, dann soll enden im Zusammenhang mit der Sonnenbräu. Im Namen des Kantons St. Gallen, in der Funktion als Kantonsratspräsident, heiße ich euch recht herzlich willkommen. Herr Bundesrat, wir befinden uns in Werdenberg. Es werden ca. 35'000 Einwohner, ist in der Parallele dazu zum Liechtenstein im Nachbar
Bereich vom Hochtal Toggenburg, im Süden im Sarganserland, wo wir am Abend sind, und im Norden Richtung Rintal. Swerdenberg, Grabs, wo wir jetzt da sind, mit 7000 Einwohnern, bekannt durch das Städtli Werdenberg. Und das einzige Schloss, das im Kanton ist, ist hier bei uns im Werdenberg und gehört politisch zu der Gemeinde Grabs. Die Werdenberger sind ein fleissiges Volk, ist ein ehrliches Volk dazu und sind sehr viel positiv denkende Menschen, der Blick nach vorne, wo bei uns daheim sind. Auf das sind wir besonders stolz. Für uns aber im Kanton St. Gallen als Ringkanton mit über 10 Nachbarn ist es enorm wichtig, dass wir den Kontakt zu den Nachbarn pflegen, zu den einen Kantonherren, aber auch zu unseren drei Nachbarn, Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Es ist für uns wichtig, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum sind, dass wir miteinander wachsen können. Und die Ostschweiz, das Selbstvertrauen, das vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig rum war, an dem wollen wir arbeiten. Und spezifisch macht der Kanton St. Gallen auch der Teil dazu. Das heisst, wir wollen in Zukunft uns ein bisschen rüsten. Wir sind uns bewusst, welche Aufgaben dass wir lösen müssen für die Ostschweiz, aber spezifisch auch bei uns im Kanton St. Gallen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Zukunft in einer guten Lebensqualität, mit guten Arbeitsplätzen, mit Freiheit und Fortschritt leben können. Das heisst aber, wir wollen uns auch etwas zusammen ein, wir wollen uns ein Ziel setzen. Und ein Ziel, das wir uns gesetzt haben in der Ostschweiz, ist 2027. Die Landesausstellung soll unsere Kantone, das Land, miteinander ein bisschen zusammenbringen. Und wir haben noch nie eine Landesausstellung gehabt in der Ostschweiz. Und das soll unsere Gelegenheit sein, zusammen mit der Schweiz irgendwo können einerseits einen Status quo zeigen, auf der anderen Seite den Blick nach vorne. Und das freut mich, als die Regierungen gesamtschweizerisch die dunkelgrüne Fahne aufgezeigt haben und der Bundesrat mindestens die hellgrüne Fahne auch schon gezeigt hat für eine Expo 2027. Herr Bundesrat, wir wissen, es gibt noch einige Aufgaben, die wir machen müssen, damit wir ein endgültiges Okay haben für die Landesausstellung 2027. Ich bin aber überzeugt, in einem gemeinsamen Teamwerk werden wir das miteinander herbringen. Wir sind uns bewusst, das Budget muss man im Griff haben und es sollte wiederkehrende und wiederhaltende Werte haben. Das heisst, wir haben von der Landesausstellung 2002 etwas gelernt. Wir wollen das im 2027 so machen, dass die Ostschweiz sich so zeigt, dass der gesamte Bundesrat eine riesige Freude hat an der Ostschweiz und die Ostschweiz einen Schritt weiter nach vorne machen kann. Ich heiße euch recht herzlich willkommen hier. Ich gebe euch ein kleines Geschenk mit auf die Reise her. Und zwar... Wir übergeben heute Abend dem Bundesrat den offiziellen Biber nach Farbe und Gewürz von St. Galler Rarität her, Expo 2027. Und wenn du einfach einmal denkst, es geht nicht, schaust du den Biber an, der Blick ist nach vorne und das Ziel wird erreicht. Recht herzlich willkommen, Herr Bundesrat. Sehr geehrter Herr Bundesrat, geschätzter Walter Müller, unser Nationalrat, geschätzter Kantonspräsident Paul Schlegel, geschätzte Referentinnen und Referenten, geschätzte Damen und Herren und geschätzte Freisinnige. Als Kantonalparteipräsident von der FDP vom Kanton St. Gallen ehrt es mich, dass wir heute den Bundesrat bei uns haben. Bei uns heisst in Grabs. Und das ist sehr schön. Ich möchte auch ganz an dieser Stelle allen danken für die Organisation. Ich weiß, da steckt nämlich viel dahinter. Aber ich danke auch insbesondere dir, Paul, dass du das eingefädelt hast. Lassen Sie mich ganz kurz in dieser Einführung auf das heutige Thema einzugehen. Nicht auf Details, da wird ja dann nachher noch diskutiert. Aber es liegt mir daran, Ihnen das eine oder andere kurz einbetten. Unsere Kantonalpartei hat Nein-Parole gegen die Erbschaftssteuerinitiative bereits getroffen, und zwar das ohne Gegenstimme. Wir haben das gemacht, insbesondere weil wir überzeugt sind, dass das schädliche Auswirkungen für unsere KMU gibt. Und insbesondere darum freut es mich, dass der Wirtschaftsminister da ist, der Bundesrat Schneider-Ammann, der sicher uns auch auf diese Argumente wird eingehen. Und ich bin gespannt, was Sie uns zu diesen Themen sagen können, wie das für die Wirtschaft für Konsequenzen hat.
Bevor ich Ihnen, Herr Bundesrat, noch ins Wort gebe, würde ich die Initiativen auch ganz kurz noch in Zusammenhang stellen, respektive die Logik, die die Initianten eigentlich bei diesem ganzen Thema haben. Die SP und die Gewerkschaften haben in den letzten Jahren mit ihren unzähligen Initiativen, welche die Steuer- und Wirtschaftspolitik betreffen, nur eine primäre Zielsetzung hatte: Umverteilung, Umverteilung und nochmal Umverteilung. Der Startschuss von diesen Umverteilungsübungen, vielleicht mögen Sie sich noch erinnern, war mit der sogenannten Steuergerechtigkeitsinitiative. Die hätte wollen, schweizweit Einkommen und Vermögen mit Mindestsätzen belegen. Die Initiative ist im Sommer 2010 deutlich abgelehnt worden. Weiter ist es gegangen mit der unsäglichen 1:12-Initiative. Auch dort hat das Volk im November 2013 deutlich Nein gesagt. Mehr oder weniger im Anschluss darauf ist noch eine Mindestlohninitiative gekommen, weil im Mai 2014 auch wiederum deutlich abgelehnt worden ist. Und im November ist dann der Versuch mit den Pauschalbesteuerten. Auch dort sind sie nicht erfolgreich gewesen. Und geschätzte Damen und Herren, jetzt im Juni will man den Erben an den Kragen gehen. Im Kanton St. Gallen wird diese Umverteilungsübung noch mit einem zusätzlichen Gericht angerichtet. Und zwar, weil man auch, wie damals 2010 beim Bund Steuergerechtigkeitsinitiative uns noch schmackhaft machen wollen. Die verlangt, dass die kantonale Vermögensteuer angehoben werden soll, nämlich stark von heute von 1,7 Promille auf nachher bis zu 3 Promille. Zum Glück ist es bis zum heutigen Zeitpunkt der SP und der Gewerkschaften nicht gelungen, diesen massiven Umverteilungsprojekt auch in die Tat umzusetzen. Der Souverän hat stets die Initiative abgelehnt. Oder respektive hat deutliche rote Karten gezeigt. Nun, meine Damen und Herren, liegt es an uns, dass auch am 14. Juni das der Fall ist. Für das kämpfen wir, für das setzen wir uns als FDP, für das setzen wir uns aber auch als bürgerliche Parteien im Kanton St. Gallen. Wir bekämpfen die Erbschaftssteuerinitiative und, wie ich gesagt habe, wir bekämpfen auch die kantonale Vermögensteuerinitiative. Das unter dieser Dachbotschaft, und Sie finden Flyer drauf, zweimal Nein zu neuen Steuern. Eins muss mal ganz klar deutlich gesagt werden. Denn es wird ja immer wieder argumentiert, es ging um Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, höhere Steuern sind nicht per se gerechter. Und das, obwohl die Linken uns das laufend vormachen wollen. Fliegen wir auf die Schalmeier-Klänge nicht ein, sondern schauen wir an, was im Detail geht. Und deshalb, Herr Bundesrat, freut es mich, dass Sie bei uns sind und freut mich, dass Sie jetzt Sie zu der Erbschaftssteuerinitiative referieren und uns darlegen, um was eigentlich bei dieser Sache wirklich geht. Danke Ihnen vielmals, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind nach Kaps. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Werdenberger, möglicherweise ist das eine zänge Fassung, aber mit dem Paul Schlegel tue ich das natürlich mitbetonen. Herr Parteipräsident, Herr Nationalrat, Herr Regierungsrat, lieber Herr Mechler, lieber Walter, lieber Willi, lieber Paul Schlegel, ich freue mich sehr, heute oben da dürfen zu sein. Ich freue mich sehr, heute oben ein paar Worte mit euch dürfen austauschen zum Thema Erbschaftssteuer. Ich habe mir jetzt überlegt, bei der Einführung, ob ich einen grossen Bogen machen oder einen kleinen Bogen machen zum Einstieg. Ich mache zuerst einen ganz grossen. Wir leben in einem Land, das gut unterwegs ist. Wo gut unterwegs ist, weil der Staat sich immer wieder zurückgenommen hat. Weil es immer wieder Freiräume gab, weil es immer wieder Freiheit gab, weil es Gemeinsinn gab, weil es Fortschritt gab. Und ich kann euch sagen, mit jedem Kontakt, den ich habe mit irgendeinem ausländischen Minister, sind wir innerhalb der ersten 10 Minuten oder der ersten 5 Minuten beim Thema Arbeitslosigkeit, das heisst Beschäftigung. Und dann werden wir gefragt, wie macht ihr das? Das kann ja nicht sein, dass ihr in der Schweiz eine Arbeitslosigkeit habt von nur 3%, eine Jugendarbeitslosigkeit habt von unter 3% oder knapp drüber oder knapp drauf, sagen wir es einmal so. Und eine Arbeitslosigkeit habt bei den 50 und Älteren, die auch nur in dieser Grössenordnung ist.
Das können wir uns schlicht nicht vorstellen. Und das hat zum Beispiel ganz prominent vor etwa einem guten Monat der französische Präsident gesagt. Er hat es im offiziellen Gespräch innen gesagt, er hat es nachher beim Nachtessen, wo ich Gelegenheit hatte, neben ihm zu sitzen, einmal mehr gesagt. Und er hat nachher von mir gehört, dass ich in seinem Land innen auch bei Unternehmer war und dass ich meine Unternehmung in seinem Land innen d'une manière suisse geführt habe. Und wenn man es d'une manière suisse führt, dann hat man von Sozialpartnerschaft, für das Wort schon einmal zu brauchen. Und dann hat man von Fairness und dann hat man von Langfristigkeit und so weiter und so fort. Und wenn man so aufeinander zugeht, kann man durch Wellen durchgehen, wie wir es 2008 hatten, wie wir es 2009 hatten. Wenn man es einfach dem Gesetz überlässt und ein stures Gesetz macht, für alle das Gleiche, dann ist das Risiko riesengroß, dass man nachher in diesem Gesetz in den Hängen bleibt und mit der Konsequenz, dass am Schluss die Leute auf der Straße stehen. In Frankreich haben sie heute 25% Jugendarbeitslosigkeit, offiziell. Und wahrscheinlich ist die Quote wesentlich höher, wenn man ganz genau heranschaut. Aber das war der grosse Bogen. Jetzt komme ich ein bisschen in die Nähe. Ich bedanke mich herzlich für den Lebkuchen. Lieber Paul Schlegel, das ist eine ganz nette Geste. Und selbstverständlich ist sie da erst im Jahr 2027. Aber ich darf ihn entgegennehmen, weil würde mir zutrauen, dass ich ihn am gleichen Tag essen kann. Und man darf ja als Bundesrat auch und als Beamter darf man ja nur entgegennehmen, was man am gleichen Tag essen oder trinken kann. Also ich würde mir es zutrauen, darum freut es mich. Und ich bedanke mich herzlich. Wir haben tatsächlich in den letzten mittlerweile fast 2 Jahren, darum vorbehalten, intensiv über eine Landesausstellung 2027 in der Ostschweiz geredet. Wir haben in Bundesbern von Anfang an gesagt, wenn die Ostschweizer das wollen, wenn das ostschweizerische Commitment da ist und wenn die wirklich daran arbeiten und die dem Land das wollen, herrichten, dann bekommen sie von Bundesbern her jede Unterstützung. Und ich bin nachher nach 2 oder 3 Meetings mit der Ostschweiz mit einem Aussprachepapier im Bundesrat gegangen. Und im Bundesrat haben wir gesagt, wir gehen die nächste, selbstverständlich so, die Ostschweizer in die nächste Etappe hineingehen bis Ende 2017 und ein Konzept vorlegen, wo man dann letztlich eben schon drauf genommen muss reden, was darf das Ganze kosten. Und da sind wir uns, glaube ich, auch schon einen Schritt entgegengekommen, dass man zumindest ganz grosszügig abgesteckt hat, was es nicht darf kosten. Aber ich freue mich echt, dass ihr in der Ostschweiz euch für so ein Projekt begeistern lasst. Und ich freue mich echt, wenn wir das miteinander im Jahr 17, 16, 17, wahrscheinlich 18, in diesen Jahren miteinander können definitiv festlegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist ein riesen Aufwand, aber es ist nachher noch eine Chance, um eine Region zu integrieren, eine Region bekannt zu machen, eine Region zu bewegen. Und das ist eine unternehmerische Aktivität. Und ich hoffe schon jetzt, dass ihr dort für das Unternehmen Landesausstellung Ostschweiz 2027 nicht allzu viel Erbschaftssteuern zahlen müsst. Also, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, nach ein paar Worte zu verlieren zum Thema Erbschaftssteuer. Und die Erbschaftssteuer, eigentlich ist es gesagt worden und es ist eigentlich alles gesagt worden. Die Erbschaftssteuer, die können wir uns nicht auch noch leisten. Ich probiere einen etwas weniger Pinselstrich zu sagen, warum wir es nicht leisten können. Aber bevor ich einsteige, wollte ich noch eine persönliche Bemerkung auch noch loswerden, und zwar mit Bezug auf den Herrn Rüsch, der da ist. Ich war in den letzten Tagen oder in den letzten 2 Wochen 2-mal in St. Gallen. Ich war am Symposium und ich war nachher 2 Tage später am Dies. Und ja, dem Dies, im Nachgang zu dem Dies, mit dem Vater Rüsch lang geredet. Und habe mich gefreut, dass ich ihn wieder einmal gesehen habe. Er war fit. Und dann kommt ein paar Tage später die Hiobsbotschaft. Ich kann nur herzlich kondolieren und Sohn Rüsch sagen, der Vater war für mich einer von denen, der mir vor 20 Jahren gesagt hat, du musst als Unternehmer helfen, Politik machen.
Es braucht Unternehmerschaft in der Politik und du musst gar nicht lange überlegen, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Dein Schwiegervater hat es gemacht, ergo musst es du es auch machen. Etwas so haben wir miteinander geredet. Also, wir behalten eine allerbeste Erinnerung. Wir sind im Restaurant Schäfli. Weißt du, was ein Schaf ist? Weißt du, was ein Schäfli ist? Und für mich ist das ein idealer Ort, um über die Erbschaftssteuer zu reden. Weil das ist ein Familienunternehmen. Das ist ein Familienunternehmen wie manches Restaurant, Land auf, Land ab, wie manche Hotellerie, Land auf, Land ab. Und man kann solche Unternehmungen, solche KMUs nur mit in die Zukunft nehmen, wenn man sich völlig engagiert, wenn die Familie zusammensteht, wenn die Familie sich eine langfristige Zielsetzung gibt. Wenn man weiss, dass man Mittel, die man erarbeiten kann, und das ist mir völlig bewusst, dass man auch in dieser Branche nicht beliebig Mittel erarbeiten kann, dass man die Mittel nachher, zu einem guten Teil zumindest, oder zu einem grossen Teil, nach meiner Einschätzung, kann im Unternehmen behalten, damit man in das Unternehmen investieren kann und damit man das Unternehmen in die Zukunft führen kann. Und je mehr das weggesteuert wird, umso dünner wird das Eis, wo man drauf sich bewegt. Und wenn es dann nachher eine Situation gibt, wo das Eis bricht, wo plötzlich die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer den Arbeitsplatz nicht mehr aufgesichert haben, dann kommen dann die gleichen Kreise, die vorher abgeschöpft haben, und können uns weiss machen, wir haben Mittel nicht in die Zukunft investiert. Dem gilt es entgegenzuhaben. Jetzt kommt die Erbschaftssteuerabstimmung und die muss unbedingt in dem Sinn gewonnen werden, dass eben Unternehmungen wie so ein Schäfli kann weiterfahren und kann in die Zukunft investieren. Ich habe in meiner Unternehmerzeit, das darf ich vielleicht auch sagen, eine ganze Anzahl Generationenübergänge geholfen machen. Generationenübergänge, die gar nicht so einfach sind, in aller Regel nicht einfach sind. Generationenübergänge, die letztlich auch am Materiellen scheitern können. Häufig ist es nicht primär das Materielle, aber es kann natürlich auch das Materielle sein. Unternehmungen, wo geschaffen worden ist, wo ein Unternehmer ein Leben lang sich dafür engagiert hat, sich dazu committed hat, sich investiert hat. Und wenn es ihm nachher am Schluss von seiner Karriere nach vielen, vielen Jahren nicht gelingt, die Unternehmung in die nächsten Hände hineinzugeben, dann hat er eigentlich eine Fehlinvestition gemacht im Vorfeld, wenn man das ein bisschen brutal sagt. Und darum ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir miteinander auch dafür sorgen, dass möglichst viele kleine und mittlere Unternehmungen, die grossen sowieso auch, in Zukunft mitgenommen werden können. Und dort ist es wichtig, dass man als Katalysator, wie ich es gemacht habe, sich zur Verfügung stellt, aber dass man vor allem auch den Unternehmungen eben die Mittel lässt, die sie brauchen, damit sie ihre Zukunft avisieren können. Ich komme zu der Initiative und ich nehme an, ihr wisst alles. Es geht darum, dass man die Erbschaft und die Schenkungssteuer auf Bundesebene transferieren will. Man argumentiert von den Initianten, indem man sagt, zwei Drittel von denen, die nachher abgesteuert wird, geht in die AHV. Und ein Drittel geht zu den Kantonen. Und der Steuersatz, nebenbei bemerkt, ist ja nur bei 20%. Und was in der Initiative auch steht, ist, es gibt einen Freibetrag von 2 Millionen. Wenn also jemand ein Vermögen hat von 2,5 Millionen, dann muss er die letzte halbe Million in dem Moment versteuern, wenn er das Erbe weitergibt. Und die halbe Million zu 20% versteuert, heisst, es gehen 100'000 Schweizer Franken weg. Ist das viel? Ist das nicht viel? Was könnte man mit denen noch machen? Macht der Staat etwas Gescheiteres damit, als wenn es in der Unternehmung bleiben würde und wenn es bei der nächsten Generation ankäme und die nächste Generation nicht damit unter die Palme liegt, sondern damit ins Unternehmen zurückgeht und das Unternehmen weiterführt. Ihr spürt, meine Unternehmerseele ist am Reden. Und wenn die Unternehmerseele am Reden ist, ist natürlich ganz klar, wo die Mittel müssen bleiben. Sie müssen dort bleiben, wo sie eingesetzt werden, wo sie direkt
zur Sicherstellung der Beschäftigung eingesetzt werden. In der Initiative steht, dass es Steuerfreiheit gibt. Es gibt eine Steuerfreiheit gegenüber der, im Nachlassfall, im Schenkungsfall gegenüber Ehegatten und registrierten Partner. Es gibt Steuerfreiheit bei Schenkungen bis 20'000 Schweizer Franken pro Jahr. Es gibt eine Steuerfreiheit bei Nachlass und Schenkungen an steuerbefreite Stiftungen und Hilfswerke. Da haben die Initianten schon das erste Mal aufgezeigt, dass sie wissen, dass sie nicht einfach mit einem 0815-Rezept drauf losgehen können. Sie sind dort offensichtlich schon das erste Mal ein bisschen unsicher geworden, ob sie eigentlich die richtigen Hebel ansetzen. Es gibt nachher auch eine Spezialregelung für die Unternehmungen und für die Landwirtschaft. Und dort ist es das zweite Mal ganz offensichtlich, dass die Unsicherheit, je länger jetzt der Weg Richtung Abstimmung gedauert hat, umso grösser geworden ist. Ursprünglich hat man von diesen 2 Millionen geredet. Nachher ist man gekommen und hat gesagt, KMUs werden mit 8 Millionen ausgenommen. Also von 8 Millionen an muss man das steuern. Nachher war plötzlich die Zahl 20 im Raum gewesen. Dann hat irgendjemand, glaube ich, bei einer Arena-Sendung die Initianten quasi verpflichtet auf 50. Und jetzt können wir noch warten und schauen, was geboten wird, bis es der 14. Juni ist. Ich weiss, der Bundesrat darf nie zynisch sein. Tut mir das nachsehen. Die Journalisten sollen mir das bitte nachsehen. Aber das zeigt ganz ausdrücklich, dass man nicht ganz sicher ist, was da passiert. Und das macht die ganze Geschichte gefährlich. Heute haben wir die Erbschaftssteuer auf der Kantonsebene geregelt. Es gibt 2 Kantone, die keine Erbschaftssteuer kennen. Das ist der Kanton Schweiz. Und das ist der Kanton Schweiz kennt keine und der Kanton Luzern hat ein Spezialregime. Alle anderen Kantone haben eine Erbschaftssteuer. Aber sie haben, oder die allermeisten haben, keine Besteuerung der direkten Nachkommen. Abgesehen davon, dass es richtig ist, wenn es eine kantonale Angelegenheit ist, ist es natürlich auch richtig, wenn man eben die direkten Nachkommen nicht in dem Moment, wo sie eben als erstes erleichtern, sondern dass man das Geld, das vererbt werden kann, den Nachkommen lässt und selbstverständlich in der Annahme, Gewissheit haben wir nie, aber die Annahme dürfen wir treffen, dass die erben, mit dem geerbten Geld ins Unternehmen investieren und das Unternehmen weiterführen. Die Auswirkungen, die finanziellen Auswirkungen von dieser Erbschaftssteuer, ich habe schon gesagt, die sind im Moment nicht wirklich präzise berechenbar. Wenn die Initianten gefragt werden, eine Schätzung zu machen, dann können wir sehen und sagen, die Einnahmen werden etwa bei 3 Milliarden sein. Damit gehen nachher 2 Milliarden zu der AHV und 1 Milliarde zu den Kantonen. Und das nur darum, weil sie noch keine Ausnahmen gemacht haben. Und wenn nachher die Ausnahmen dazukommen, ist es höchstwahrscheinlich, dass Beträge runtergehen. Und wenn die Beträge runtergehen, ist es ganz rasch für die Kantone kein Geschäft mehr. Ja, Führungsstrichgeschäft, wenn die Kantone im Jahr 2012 783 Millionen eingenommen haben, jetzt bekommen sie 1 Milliarde nach Schätzungen von den Initianten. Mit den Ausnahmen gibt es nachher weniger und dann sind wir wahrscheinlich ganz schnell auf den 800 unter oder weiter unter. Also ist es für die Kantone eben gar nicht attraktiv. Ergo sind auch die Kantone gegen die Initiative und ich gehe schon davon aus, dass spätestens beim Stände mehr die Initiative zum Stehen kommt. Lass mich ein paar Pinselstriche machen, zum ganz genereller Art zum Steuerdasein. Ich kann vielleicht noch einen ganz grossen Bogen machen. Wenn wir uns bemühen, der ein oder andere Internationale am Standort Schweiz zu investieren, daher probieren zu gewinnen, damit er hier betriebliche Aktivitäten entfaltet und letztlich natürlich wertschöpfende Aktivitäten sind gemeint. Und das heisst, es werden Arbeitsplätze angeboten, es wird Arbeit angeboten. Dann tun wir den, in der Regel internationalen sagen, wir haben eine Einkommensteuer, wir haben eine Vermögenssteuer,
Eine Erbschaftssteuer haben wir nach dem 14. Juni 2015 nicht. Und eine Kapitalgewinnsteuer aus der Unternehmenssteuerreform 3 werden wir uns auch nicht leisten können. Weil wenn jemand von da genauer herschauen, was dann passieren könnte, nämlich Gewinnsteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und nachher noch Kapitalgewinnsteuer, dann fängt er an zu rechnen und sagt, ist der Standort wirklich attraktiv. Also habe ich auf diesem Weg indirekt gesagt, wir haben ein weit entwickeltes Steuersystem, wir können die staatlichen Aufgaben wahrnehmen, auf allen Ebenen. Wir müssen haushalten, aber das macht gar nichts. Da redet wieder der Unternehmer. Wir müssen haushalten und wir können uns nur das leisten, was wir vorher das Geld dafür haben verdienen. Da sind wir übrigens auch Musterknaben in ganz Europa. Wenn jemand die sogenannten Maastrichter-Kriterien erfüllen würde, dann sind es wir. Und alle die, die in der Union sind und sich damals auf die Kriterien verpflichtet haben, erfüllen sie nicht. Ich komme noch einmal ganz kurz zurück zu den KMU. Ich habe es wiederholt jetzt schon gesagt, ein KMU kann belastet werden durch die Erbschaftssteuer. Und zwar im dümmsten Moment. Ein KMU kann gebremst werden, weil plötzlich das Geld fehlt, für zu investieren. Und die Steuer, die tut auf jeden Fall, die Erbschaftssteuer tut auf jeden Fall Unsicherheit schaffen und damit Arbeitsplätze gefährden. Und die Unsicherheit ist zum Beispiel dann ganz manifest, wenn eine Rückwirkung vorgesehen ist. Im Wesentlichen sagt die Initiative, ihr bekommt eine Erleichterung, ihr bekommt die, wenn ihr 10 Jahre das Unternehmen weitergeführt habt. Ich kann mir persönlich gut vorstellen, dass jemand, der noch nie ein Unternehmen geführt hat, an einem grünen Tisch, in einem gemütlichen Schäflisaal, auf die Idee kommt, zu sagen, wir gehen davon aus, dass wir die Steuern können einverlangen und wir gehen davon aus, dass die Firma trotzdem 10 Jahre solid weitergeführt wird, dass die Firma solid 10 Jahre im Markt bestehen kann, damit, wenn sie dann nach 10 Jahren neu beurteilt wird, sie rückwirkend kann entlastet werden. Alle, die eine Unternehmung schon einmal geführt haben, die wissen, wie viel Zeithorizont nach vorne jemand hat, für gewisse Sicherheit zu haben, ob man mal bestehen oder nicht mal bestehen. Ich habe zumindest in meiner Unternehmerkarriere nie eine Firma erlebt, wo ich ganz sicher war, dass es in 10 Jahren einfach noch gibt. Und dass sie dann kommen kann und dann kann sagen, ich habe es schon damals gesagt, ich mache es gut. Und darum hätte ich schon damals die Entschädigung bekommen, also die Abzüge bekommen. Und jetzt bekommen sie es halt erst nach 10 Jahren. Das ist ein unmögliches Konstrukt. Das Konstrukt darf man nicht, wirklich nicht, passieren. Sonst gibt es so viele KMUs, die den Boden verlieren. Den Boden verlieren heisst unsicher werden. Und nachher ist der Aufwand, den man dann allenfalls treiben will, um die nächste Generation für eine unternehmerische Tätigkeit zu begeistern. Der Aufwand wird riesengroß. Und wahrscheinlich wird die nächste Generation nicht einfach einsteigen, weil die Unsicherheiten zu gross sind. Eine weitere Unsicherheit ist die Tatsache, dass wir jetzt auf der Verfassungsebene sind, dass wir von den Initianten eine Vorgabe haben, was in der Verfassung stehen soll, und wir aber von den Initianten nicht eine konkretere Angabe haben, wie wir das nachher auf der Gesetzesstufe umsetzen soll. Für das Gesetz ist das Parlament zuständig und das Parlament hat jetzt zum Beispiel die Zweitwohnungsinitiative umgesetzt. Das ist eines der aktuellen Themen, wo man schauen kann, wie viel Unsicherheit das bedeutet, wenn man bei der Verfassung einsteigt und nachher auf Gesetzesebene zurückkommt. Das Parlament hat das Gleiche, was bei der Zweitwohnungsinitiative seit mittlerweile Jahren debattiert, auch bei der Minderinitiative zu erledigen gehabt. Und das war nicht einfach gewesen. Langen Rede, kurzer Sinn, wir brauchen kein drittes Thema Erbschaftssteuer, wo nachher über Jahre darum gerungen wird, wie es echt gemeint ist von den Initianten ursprünglich und wie man es echt gesetzlich tatsächlich umsetzen soll.
Ich komme schon zum Schluss. Ich habe euch über die Unsicherheiten geredet. Ich habe euch über die Sinnhaftigkeit des Konzepts der Initiative ein paar Pinselstriche gemacht. Ich glaube, ich kann es bei dem lassen und will noch ganz schnell eine Klammer auftun. Für die Erbschaftssteuer bin ich ja nicht zuständig. Du bist Finanzministerin. Ja, wenn es in der Zeitung jeweils so steht, ist es plötzlich der zuständige Departementschef. Aber ich kann euch sagen, und darum mache ich den Spruch, ich kann euch sagen, wir funktionieren als Gremium gut und wir unterstützen uns gegenseitig. Unterstützen. Und ich habe Freude, wenn ich meinerseits jetzt hier zum wiederholten Mal zu der Erbschaftssteuer mich äussern darf. Was ich noch ganz kurz antippen will, ist die Stipendieninitiative. Die geht mir ein bisschen vergessen. Die anderen drei Themen sind ein bisschen mehr in den Medien. Und die Stipendieninitiative ist in meiner Verantwortung. Und diese Stipendieninitiative, die dürfen wir auch nicht annehmen. Die dürfen wir aus im Wesentlichen zwei Gründen nicht annehmen. Der eine ist, wir wollen auch dort zentralisieren zum Bund. Und wir wollen auch dort Kantone ausschalten quasi. Und die auf diesem Weg den Föderalismus strafen. Und der Föderalismus hat dem Land viel gebracht, über lange, lange Zeit. Der Föderalismus darf man auch in diesem Thema nicht einfach übergehen. Und das Zweite, was dort hier droht, ist, und das sagen die Initianten selber, wenn die Initiative angenommen wird, dann würden etwa doppelt so viele Studenten wie heute zu Stipendien kommen. Und der Stipendienmindestbetrag wäre hochgesetzt auf 24'000 Schweizer Franken. Und das würde bedeuten, dass der Bund etwa 450 bis 500 Millionen mehr müsste zur Verfügung haben, um die Stipendien tatsächlich ausrichten können. Und das wäre dann verfassungsbasiert. Da gibt es dann keine Diskussion mehr. Und was mich natürlich beschäftigt ist, wenn es angenommen wird, müsste ich in meinem Bildungsforschungs-Innovationsbereich 500 Millionen kompensieren. Der Bundeshaushalt ist nicht so gut, dass wir sagen können, wir tun es einfach oben drauf. Sondern ich müsste es bei mir kompensieren, mit grösster Wahrscheinlichkeit. Und mir hat bis dahin aus von der Initiantenschaft noch gar niemand gesagt, wo man es denn kompensieren will. Bei der Berufsbildung? Bei der ETH? Also da sind wir relativ schnell am Ende des Alphabets. Und darum ist ganz klar, die Initiative muss abgelehnt sein. Bitte nicht darum, mich zu unterstützen und das noch ein bisschen umzutragen, in jedem Schäflisaal bitte. Und es ist nicht nichts, die Initianten haben relativ viel erreicht. Die Initianten haben nämlich erreicht, dass die Kantone ein sogenanntes Konkordat miteinander beschlossen haben. 16 Kantone sind beitreten, die decken etwa 70% von unserer Bevölkerung ab. Es kommen zwei Kantone mit grösster Wahrscheinlichkeit in der nächsten Zeit dazu. Der eine davon ist Zürich, der andere ist Uri. Wenn die beiden auch noch dabei sind, dann haben wir eine Abdeckung von annähernd 90% der Bevölkerung. Und die Kantone haben sich geeinigt, dass sie harmonisieren. Sie haben sich nicht auf 24'000 geeinigt, sie haben sich auf 16'000 geeinigt. Das ist weniger, das ist so. Aber das ist in einzelnen Kantonen sehr viel mehr, als was heute zur Verfügung gestellt wird. Und darum ist das eine gute Lösung und mit dieser Lösung haben die Initianten eigentlich erreicht, was sie wollen erreichen. Das war jetzt ein bisschen ein Missbrauch in eigener Sache. Ich komme zum Schluss. Mir geht es darum, dass wir in diesem Land möglichst jedem und jeder eine Perspektive geben können. Den Jungen natürlich ganz besonders. Und das heisst für mich auf Berndeutsch übersetzt, möglichst jedem und jeder einen Job. Eine Ausbildung, eine Erstausbildung und später einen Job. Und wenn es das weiterhin so gut wird gelingen, wie es das bis dahin gelungen ist, dann ging es dem Land weiterhin gut. Und das muss unsere Zielsetzung sein. Die Erbschaftssteuer wird Gegenbewegung bedeuten, mit der grössten Wahrscheinlichkeit, wo die Erbschaftssteuer Unsicherheit mit sich bringt. Und in der Unsicherheit
könnt ihr die Jungen nicht begeistern, in sich zu investieren und wenn möglich noch Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Also muss darf die Unsicherheit gar nicht erst aufkommen. Bei der Erbschaftssteuer würden wir den Föderalismus ausschalten, das wollen wir nicht. Bei der Erbschaftssteuer würden wir ein drittes Mal besteuern, Gewinn, Vermögen und Erbschaft. Und das erst noch bei den direkten Nachkommen auch. Gefährlich. Und bei der Erbschaftssteuer, wenn sie durchkäme, würden wir Voraussetzungen schaffen, wo Beschäftigung könnte dezimieren. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das ist der Grund, warum ich mit Werfen versuche zu sagen, während den Anfängen. Oder stecken dazu nicht zu weit. He? Wir haben ein Steuersystem, das intakt ist. Danke, dass ihr zugelassen habt. Jetzt kommen wir zum Podium mit dem Herrn Brülisauer, Präsident der Jungsozialisten Kanton St. Gallen, und dem Walter Müller. Darf ich euch bitte nach vorne bitten? Freue mich sehr, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Ich glaube, die Position ist relativ klar bezogen, nachdem man im Bundesrat so ein schwieriges Thema gemacht hat. Es ist relativ schwierig für mich, irgendwie eventuell die eine oder andere Stimme holen. Das soll gar nicht das Ziel sein. Wenn es natürlich dazu langt, umso besser. Es soll aber durchaus auch eine Möglichkeit sein, um einfach nochmal darüber informieren und aus einer anderen Perspektive informieren, weil ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle. Wenn man über die Vorlage redet. Die Schweiz hat bezüglich der Altersvorsorge ein Problem. Die AHV ist umlagefinanziert. Sprich, die arbeiten, zahlen für die, die pensioniert sind natürlich. Der Punkt ist jetzt der, wenn die arbeiten, immer weniger werden im Vergleich zu denen, die pensioniert sind, dann haben wir da irgendwie eine Finanzierungslücke. Und genau diese Finanzierungslücke gilt zu schliessen. Die Erbschaftssteuer wird hier einhinken und auf eine sozialverträgliche Art und Weise machen. Und zwar nicht mit dem Restaurant Schöffli, sondern ab richtig grossen Erbschaften ab 2 Millionen. Bei Unternehmen mit einem Freibetrag ab 50 Millionen. Und von dort her haben wir durchaus nicht unbedingt so mit den kleinen KMU-Betrieben, die wir da damit überhaupt versucht haben, was zu sein. Danke vielmals. Walter Müller, bitte. Danke vielmals, Leute miteinander. Ich finde es sehr gut, dass wir heute die Diskussion hier miteinander führen. Das war übrigens so ein Grund gewesen, dass wir im Parlament entschieden haben, jawohl, wir erklären die Initiative als gültig. Man hätte ja auch anders können entscheiden. Das ist im Ständerat ausführlich diskutiert worden, hin und wieder, für und dagegen die Initiative gültig zu erklären oder nicht. Schlussendlich sind wir aber der Meinung, die Auseinandersetzung mit dem Volk ist eigentlich letztendlich besser, als wenn man eine Initiative im Parlament abschmettert. Selbstverständlich kann man da anderer Meinung sein. Aber ich glaube, das macht die Schweiz stark. Das hat die Schweiz stark gemacht, die Auseinandersetzung zu führen. Es gibt unterschiedliche Positionen, da haben wir kein Problem. Wir kämpfen dafür. Wir sind bereit, für unsere Interessen zu kämpfen. Und das hat die Schweiz stark gemacht. Und das soll die Schweiz auch weiterhin stark machen. Ich glaube, die Initiative hat zwei ganz wesentliche Fehlkonstruktionen. Einerseits einmal tut sie die Kantone mündigen, die Finanzhoheit der Kantone wegnehmen. Ich glaube, das ist ein schwerwiegender Eingriff im Föderalismus. Dann hat sie eine Rückwirkungsklausel. Wenn die Initiative jetzt angenommen würde, dann würde sie am 1.1.17 Kraft treten und hätte somit 5 Jahre Rückwirkung bei der Schenkungssteuer. Jetzt kann man sagen, ja, das trifft einfach drei oder der andere. Aber was es heisst, 5 Jahre Rückwirkung, heisst grundsätzlich, die Rechtssicherheit in der Schweiz ist nur noch gewährleistet. Ich glaube, das ist etwas, was der Bundesrat gesagt hat. Wenn wir in dem Land wenn Fürsten kommen, dann muss der Unternehmer oder Familienbetrieb wissen, woher er geht, was gilt und das, was im Gesetz ist, das gilt eben. Und das ist schwerwiegend, wenn wir mit so Abstimmungen so Signale aussehen. Vielleicht noch zur AHV, Sanierung von der AHV. Man sagt ja jetzt 3 Milliarden, 1 Milliarde für Kantone, ob das dann so ein Fleisch oder nicht, das bleibe ich dahingestellt, 2 Milliarden für die AHV. Das ist aber noch lange nicht sichergestellt.
Es redet niemand davon, dass momentan im AHV-Gesetz der Beitrag vom Bund bei der jährlichen Ausgabe limitiert ist. Und man müsste eigentlich auch dort dann das AHV-Gesetz entsprechend anpassen, wenn man dann den Betrag tatsächlich der AHV zuführen will. Momentan diskutiert der Ständerat als Erstes um die Rentenreform AHV-Sozialwerk 2020. Wir wissen heute aus zuverlässigen Studien, dass wir im Jahr 2030 ca. 9 Milliarden Defizit pro Jahr haben, also fehlen 9 Milliarden. Jetzt kann man sagen, ja gut, die 2 Milliarden, das sind wenigstens ein Beitrag. Aber das ist gefährlich, dass wir nachher die Reform, die dringend notwendig ist, die Diskussion noch notwendig, nochmal rausschieben. Das ist eigentlich das Gefährliche daran. Die 2 Milliarden wären ein bisschen wie eine Droge. Das Parlament würde sagen, ja, jetzt haben wir das Problem gelöst, verschieben wir es später. Aber davor möchte ich warnen, wir müssen die Diskussion führen, wir müssen die Rentenreform machen, wenn wir langfristig das sicherstellen. Danke vielmals für die Ausführungen. Warum ist die Bestimmung, dass das vererbte Unternehmen mindestens 10 Jahre und durch die Erbe muss weitergeführt werden? Was heisst denn durch die Erbe? Wer ist denn das konkret? Und was heisst weiterführen? Beispiel in Deutschland. Die Erben müssen einen Geschäftsführerlohn beziehen. Die Lohnsumme vom gesamten Personal darf nicht wesentlich abnehmen. Sind den Initianten die Konsequenzen bewusst? Was sind denn ihre konkreten Vorstellungen? Und wer überprüft denn 10 Jahre lang, ob diese Bestimmungen eingehalten werden? Und was heisst das für den administrativen Aufwand? Das sind ein Haufen Fragen. Ja. Also zum einen mal, was heisst es, ein Unternehmen in dieser Hinsicht weiterzuführen? Ja, wir haben ganz bewusst da reingeschrieben, und zwar aus dem Grund. Bei der 1-12-Initiative ist uns natürlich bei jeder Seite vorgeworfen worden, dass jedes Unternehmen macht irgendwelche juristische Megakonstrukte, die dann ganz einfach wird, um die Initiativen umgehen werden. Das war noch lustig, sein Hauptargument damals war, dass sie wirklich auch umgehen werden. Jetzt haben wir es so gemacht, dass man gesagt hat, in 10 Jahren muss ein Unternehmen weitergeführt werden, dass man nicht kurz vor dem Ableben rasch ein Unternehmen gründet. Wird da kommt auch unter einem Freibetrag durch und dann schlussendlich lösen wir das Unternehmen wieder raus. Also dass wir die Weiterführung, dass wir da so festgeschrieben haben, ist ganz einfach aufgrund der Natur der Sache, dass es anderweitig auch nicht groß weichen würde. Betrifft übrigens auch die Rückwirkungsklausel, dass wir gesagt haben, ab dem 1. Januar 2012 ist nicht einfach, weil wir irgendwie gefunden haben, machen wir es noch ein bisschen unbeliebter bei den Gegnern, sondern der Punkt ist genau der, man hat ja gesehen, 2011 sind die Schenkungen, wo man absolut mehr und unglaublich Betrag sind aufgegangen. Also wahnsinnig viele Leute in der irgendwie zweijährigen Rentnerlasche Megahütten vererbt. Und das beweist ja eigentlich gerade auf irgendeine Art und Weise, dass man dass die Anreize da durchaus bestehen und man hat den Anreiz wollen Einhalt gebieten, indem man gesagt hat, ab 1. Januar 2012 und nicht immer das Gefühl hat, ja, die Initiative könnte eventuell noch durchkommen, ich vererbe rasch mein Haus. Das soll nicht die Überlegung sein, darum ist die Rückwirkungsklausel da drin. Mit wie vielen zusätzlichen Stellen rechnen wir denn da so ungefähr, wo das überprüfen müssen? Wo es überprüfen müssen, ob das Unternehmen weitergeführt wird? 10 Jahre lang muss das überprüft werden. Oh, da habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass es ein wahnsinnig gewaltiger Aufwand wäre. Also ich meine, es könnte immer relativ schnell mal der administrative Aufwand ist da, wo schlussendlich also ziemlich jede Gesetzesänderung irgendwo verunmöglicht, weil ein wahnsinnig extremer zusätzlichen Aufwand kommt. Ich meine, die Daten die sind heute schon vorhanden. Und von dort her, sagen wir mal 3. Ich sehe da, man könnte ja mehr bieten, oder? Aber ein von den Gründen ist natürlich auch, wo uns stört, vor allem im Kanton. Man sagt ja, der Kanton soll das von züchen. Und dann müssen wir ja sicher einmal ein Schenkungsregister führen. Also wer hat wen was wem geschenkt. Man müsste eigentlich ein Unternehmensregister führen, wenn ist der übergeben worden und ist jetzt das 10 Jahre. Und da muss ich einfach eins sagen und ich will einfach warnen davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Bei den Unternehmensübernahmen ist es ja schon mal schwierig, weil man dann vor ungewissen Steuerbelastungen steht. Man müsste allenfalls Jahre vorher Reserven anhäufen. Man hat ausgerechnet, dass man Gewinnmaschen müsste Jahre vorher massiv erhöhen in den Unternehmungen. Und damit man das Eigenkapital zur Bestand nicht würde schwächen, die nötige Gewinnerhöhung Jahre voraus, würde eigentlich automatisch zu höheren Steuern führen,
Also tut nochmal ein Unternehmen schwächen. Und wir wissen ja heute in der schnelllebigen Zeit, Frankenstärke, Euro schwächen, es grüßen. Wir wissen gerne, dass man ein Unternehmen 10 Jahre weiterführen kann, eben Fusion notwendig ist, ob ein Verkauf notwendig ist. Insgesamt geht es ja um die Arbeitsplätze. Letztendlich, und wenn die Unternehmer sagen, ich schaue für mich, schauen, wenn der Staat seine Steuern optimieren will, dann okay, dann kann er das machen, aber dann schaue ich für mich und nicht für meine Angestellten. Ich glaube, das wäre ein schwerwiegender Eingriff in die Unternehmenskultur, weil sehr viele Familienunternehmer, KMU, die haben das Gefühl, ich muss schauen für meine Arbeitsplätze, ich muss schauen für meine Mitarbeiter. Und da könnte es eine Änderung geben in der Einstellung, wo man sagt, wenn der Staat schon abschöpfen will, dann ist es klar, dann schaue ich zuerst einmal für mich und nicht für die Angestellten. Ich glaube, das dürfen wir uns sicher nicht leisten. Also mit einer Zahl, zum einen ist mir jetzt immer der ganze Abend dann gehört, dass wir von diesen 2 Milliarden, die von der AHV zusätzlich reinkommen, wenn wir jetzt eine Studie von der Universität Lausanne oder davon ausgeht, dass durch die Erbschaftssteuer, also die tatsächlichen Erbschaften, ein Vielfaches höher sind. Wir rechnen bei bis zu 76 Milliarden, die vererbt werden im Jahr 2015. Das ist eine grosse Stange Geld, aber ja ungefähr zu Einnahmen durch die Erbschaftssteuer von 6 Milliarden führen. Das wären 4 Milliarden für die AHV und die 4 Milliarden zur AHV sind dann auch nicht einfach nur eine Arbeit, dass das Problem weiter rausgeschoben wird. Ich bin absolut dafür, dass wir die Rentenreform jetzt heute machen müssen. Aber es ist ja so, also, dass wir uns einfach entweder fragen und stellen. Schlussendlich haben wir eine höhere Abgabe, wir haben ein höheres Rentenalter oder wir haben tiefere Renten. Das betrifft insbesondere meine Generation. Und wenn man dann überlegt, eventuell gäbe es ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sind Finanzierungen, die zum anderen auch noch ein grosses Problem bei der Vermögenskonzentration. Was das Problem betrifft, wenn man dort auch noch eine Einnahme treffen könnte, wo KMU absolut verschont sind. Ich kann es nur immer und immer und immer wieder betonen. Dann würde ich da absolut zustimmen, um meine Rente da einigermaßen sichern. Gut, danke vielmals. Dann kommen wir zum Freibetrag von 2 Millionen Franken. Wir stimmen über den Freibetrag von 2 Millionen Franken ab, aber nicht über andere Zahlen, die im Moment auch diskutiert und gehandelt werden. Schon ein KMU-Betrieb mit 200'000 jährlichem Reingewinn und einem Substanzwert von 100'000 Franken ist nach Bewertung vom Steueramt schon 1,8 Millionen Franken wert. Das Problem ist die Ertragswertberechnung. Der Unternehmenswert besteht aus dem Substanzwert und zweimal dem Ertragswert. Die ganze Geschichte wird dann durch 3 geteilt. Und der Ertragswert ist der durchschnittliche Reingewinn der letzten 3 Geschäftsjahre mal 13,33. Das ist eine Zahl, die einfach am 14 und 15 gilt, wo die Steuerbehörden vorgehen. Also ein Unternehmen mit 100'000 Substanzwert und Durchschnittsgewinn von 200'000 Franken ist 1,8 Millionen Franken wert. Also schon relativ ein sehr kleiner Betrieb muss schnell einmal Erbschaftssteuer abgeben. Haben die Initianten nicht können rechnen? Mal, wir können rechnen. Wir haben, also mit 1,8 Millionen Franken ist man zum einen noch nicht von der Erbschaftssteuerinitiative betroffen. Zum anderen müssen wir gar nicht von diesen 2 Millionen reden, wenn wir um die KMU reden. Das ist wirklich so. Ich habe selten einen Abstimmungskampf erlebt und ein Argument, das an sich wirklich nicht viel wert ist, so immer und immer wieder betont worden ist. Wir haben den Freibetrag von diesen 50 Millionen, die die Initianten vorschlagen. Wenn die Unsicherheit irgendwo herrscht, dann ist die Frage, wieso besteht denn die Unsicherheit? Würde das Parlament dann allenfalls einen tieferen Freibetrag festsetzen oder höhere Steuersätze ab diesen 50 Millionen? Nein, wird es dort sicher nicht machen. Und zwar aus dem Grund, weil die Gegner von dieser Initiative heute die Mehrheit haben in dem Parlament und nicht irgendwelche SP oder Grüne, die das Gefühl haben, ja, wir machen den Freibetrag auf die 2 Millionen. Wir würden das genauso nicht machen. Und zwar aus dem Grund, weil die Arbeitsplätze extrem zentral sind. Die Arbeitsplätze, die wollen wir ja genauso, sichern. Der Punkt ist nur der, wenn wir den Vizepräsidenten vom KMU-Verband, der Roland Rupp, schweizweit, der gesagt hat, KMUs wären bei einem Freibetrag von 50 Millionen draussen, wären nicht von dieser Initiative betroffen. Sprich, ein Restaurant Schöfli wäre nicht betroffen, der kleine Betrieb, den wir hier vorgerechnet haben, wäre nicht betroffen, die wären alle nicht betroffen. Wir haben KMU, die das schlussendlich anheben, für eine Begründung, die so schlicht und einfach nicht verheben, wenn das Parlament die gesonderten Bestimmungen muss festmachen muss. Aus dem Grund, wir müssen gar nicht über das in dem Moment diskutieren, wenn wir nicht von 2 Millionen Betrag reden, bei Unternehmen, bei Familienunternehmen, bei Bauernbetrieben usw. Und so fort.
Also abstimmen tun wir über 2 Millionen Franken und nicht über einen anderen Betrag. Wir abstimmen über 2 genau. Millionen Franken, das ist ja so, aber nicht für die Unternehmen, nicht für Familienbetriebe, nicht für Bauernbetriebe und so weiter. Wenn dort steht, wir stimmen über den Verfassungstext ab, wo steht gesonderte Bestimmungen für die Unternehmen. Wenn wir von 50 Millionen reden, wird das bürgerlich dominierte Parlament sicher nicht plötzlich von 2 Millionen für die als gesonderte Bestimmungen reden. Natürlich nicht. Ja, eben, wie gesagt, da würden jetzt Zahlen umgeboten. Letztendlich entscheidet das Parlament. Ich habe heute Protokoll vom Ständerat nachgelesen. Dort ist noch von 20 Millionen geredet worden. Neuerdings redet man von 50 Millionen. Oder es gibt eben andere, die schon mehr bieten. Und jetzt muss ich einfach das ins Verhältnis setzen. Man, wird ja, man sagt ja immer, mit der Erbschaftssteuer erreichen wir dann die 2 Milliarden für die AHV und 1 Milliarde erreichen wir für die Kantone. Die Kantone werden ja ihre Rechte zum Erbschaftssteuer einzuziehen, entzogen. Also muss man ja denen etwas geben, sonst müssen sie nachher andere Steuern machen. Und da stimmt man jetzt einfach im Widerspruch, oder da stimmt die Initianten im Widerspruch. Auf einer Seite ein Versprechen zum Volk, da gibt es Geld für die AHV und gleichzeitig, weil sie merken, dass es das Problem ist für die Unternehmen, der Versprechen zu hohe Freibetrag. Also das geht einfach nicht auf. Und eins muss ich auch sagen, wenn wir heute wenn wir Kleinunternehmen, Familienunternehmen und Grossbetriebe auseinandernehmen, dann ist das völlig falsch. Völlig falsch. Die Schweiz braucht beides. Wir haben zwar 80% von den 300'000 Betrieben sind eigentlich KMU-Betriebe, aber letztendlich brauchen wir die Grossbetriebe, die geben noch Arbeit für die kleineren Betriebe. Also wer einer meint, wir können nur mit den kleinen Betrieben und wenn man denen entgegenkommt, sind das Problem gelöst, das ist natürlich nicht so. Die Wirtschaft lebt von beiden. Wir brauchen die grossen Betriebe, die international kompetitiv sind, die international konkurrenzieren können. Das gibt auch Arbeit für Familienbetriebe, für Kleinbetriebe. Und darum das bitte nicht auseinander dividieren. Danke vielmals. Unsere Zeit ist aufgebraucht. Danke vielmals für die interessanten Voten, die ihr gehabt habt. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Wir kommen langsam am Schluss dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank zuerst einmal für die engagierte Podiumsdiskussion. Herzlichen Dank vor allem Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann für Ihren heutigen Besuch und Ihr spannendes Referat. Ich darf Ihnen im Namen der FDP Grabs und aber auch der IG Grabs, das ist der Gewerbeverein von Grabs, etwas sehr Exotisches überreichen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verunsichert, wegen innerhalb von 24 Stunden mögen essen und trinken. Aber da gibt es sicher irgendwie eine Fachstelle beim Bund, die das dann abkommt. Es handelt sich um 11 Münzen mit dem Ausgabeland Grabs und mit einem Nominalwert von 20 Franken je Münze. Die sind einlösbar bei den Geschäften in Grabs. Grundsätzlich ist es ja jetzt nicht eine nationalstaatliche Währung, also müssen wir eigentlich von einer Medaille reden oder von einer Gutschein in Form von Metall. Das tun wir aber hier bei uns grosszügig ignorieren. Wir sagen diesen Teil einfach Grabser Münzen. Die sind von der IG Grabs zwischen 1989 und 1999 herausgegeben worden, jedes Jahr eine Serie. Paul Schlegel war da der Hauptinitiant seiner Zeit. Insgesamt 11 Serien. Die Grundidee war, das Fördern des Einkaufs innerhalb der Gemeinde. Das wäre jetzt auch ein Thema einfach innerhalb der Schweiz bei diesem starken Franken. Man muss sagen, die überwiegende Mehrheit von diesen fast, also es sind 4'900 Münzen, ist im Laufe der Zeit nicht nur gebraucht worden zum Posten, sondern als Sammlerstück sind die in den Privathaushalten geblieben. Das ist ja auch ein Effekt, den man heute wieder kann. Gesehen, die Notenbanken tun ein bisschen drücken und es geht aber nicht in den Konsum. Obwohl die Tätigkeit als kommunale Zwergenzentralbank 1999, also just im Jahr der Euro-Einführung, eingestellt worden ist, haben wir natürlich immer noch Freude an unserer Raritätenwährung. Ein freisinniger Bundesrat zu Grabs ist uns allerdings Grund genug, um hier unsere Restbestände frei zu machen. Kann ich da? Danke vielmals. Nur ihr, die Welt, du schöne Welt.
himmlischer Gott durch Horn und Hall blieb Sturm und Gloss des Sommersaal. Aus Schweiß und aus Kummer wird's täglich Brot zum Brechen, zum Teilen. See you.